Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Trek Online. Ein zerstrittenes Haus, also known as House Divided. Nachdem wir uns im letzten Video das neue Einsatzkommando angeschaut haben, werfen wir heute einen Blick auf die drei neuen Patrouillenmissionen. Angriff bei Sida, Trubel über Terra und Gefecht über Zeron. Und ja, ohne lange Vorrede. Angriff bei CDR, CD-System. Reisen Sie zum CDR-System und halten Sie die Mokai-Rebellen auf, die dort eine Sternenbasis angreifen. Zumindest versuchen wir das mal. Ob wir es schaffen, steht auf einem anderen Blatt. Those Starfleet ships won't last much longer against that Mokai force. Let's join the fight. So, die Sternenflottenschiffe werden nicht lange durchhalten. Die Sternenflotte lässt niemanden zurück, Captain. Steuermann, bringen Sie uns dorthin. Schicke Station auf jeden Fall. Na, ein bisschen Rubberbanding. Enterprise, this is the day of Bay. Was, eine Falle? Oh. Was? Warum sollen wir denn die Schiffe der Sternenflotte deaktivieren? Okay. Was ist denn hier los? Den Goden auf Sternenflottenschiffen? Ich habe von den Captains der Sternenflotte gehört, die uns angegriffen haben. Das sind keine guten Nachrichten. Anscheinend hat Mokai ihre Computer mit einem Virus infiziert. Für ihre Systeme sind Freunde zu Feinden geworden. Helfen wir ihnen, den Virus zu entfernen, damit sie wieder mit uns kämpfen. Ich fürchte, wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Mensch, von dem Virus war ja auch schon mal die Rede beim neuen Einsatzkommando. Das scheint hier sich durchzuziehen. Ich stimme zu, wir werden digitale Spezialisten darüber beamen, um ihnen zu helfen. So, Kontrolle wiederherstellen. Das machen wir doch gerne. Wir helfen, wo wir können, denn wir sind die Sternenflotte. Hier spricht Commander Sinul von der, oh Gott, CDIA-Basis. Wir beseitigen noch den Virus von unseren Kernsystemen. Wir haben partielle Kontrolle und sollten bald wieder einsatzfähig sein. Unser Langstreckensensorensystem erfassen mehrere Signale auf Warp, Haus Mokai und Sternenflotte. Das klingt nach baldigem Ärger. Okay, House Divided, ein zerstrittenes Haus. Das deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass da mehrere Fraktionen im Klingonischen Reich tätig sind. Ich nehme mal an, weitere Aufklärungen werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt in den Story-Missionen erhalten. Das ist noch nicht alles, Admiral. Diese Schiffe kommen alle aus der gleichen Richtung. Ich fürchte, diese Sternenflotte-Schiffe stehen unter der Kontrolle von Mokai. Bleiben Sie wachsam. Dies könnte ein schwerer Kampf werden. Bestätigt, Basis. Guybrush Threepwood, Ende. Here they come, and they're locked and loaded. I'm sorry, Mokai, yes. Those are rebels from other Klingon houses. Oh, wei. Rebellen von anderen Häusern. Mich fast zerrissen. Noch mehr infizierte Schiffe. Hoffentlich können wir den Virus auf diesen Schiffen entfernen, bevor noch mehr kommen. Einverstanden. Bleiben Sie wachsam, Captain. Wir helfen den deaktivierten Schiffen. Eieieiei. Hoffentlich helfen die mir dann auch gleich, wenn ich sie wieder aktiviert habe. Oder sind die hier auf Autopilot unterwegs?
Wir versuchen immer noch, diese verdammten Virus loszuwerden. Aber wir kontrollieren bereits die meisten Systeme. Wir erfassen viele eingehende Signale, alle klingonisch. Ich nehme an, dass das keine klingonische Verstärkung ist. Tja. Das bezweifle ich, Admiral. Es gibt jede Menge Mokai-Warp-Signaturen. Wahrscheinlich sind das feindlich gesinnte Schiffe, und zwar alle. Verstanden, wir werden für Sie bereit sein, Commander. Wusste gar nicht, dass die einzelnen Häuser noch unterschiedliche Signaturen haben. Aber zumindest haben wir es jetzt hier schon mal mit zwei Fraktionen zu tun. Wer, wie und warum hier mit diesem Virus arbeitet, ist für mich allerdings noch unklar an dieser Stelle. Here come the Mokai. Okay, da kommen wohl wieder die Mokai. Na, 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 ach da. Kampf sterben ist doch eine passende Funktion. Himmel, aber trotzdem ist es fast zu leicht für ein einziges Escortschiff der Föderation. Oh, jetzt kommt noch eine Rebellenflotte. Himmel, und alle gegen uns? Ja, Flotte ist gut. Ein Schlachtkreuzer. Wohl doch etwas mehr als ein Schlachtkreuzer. Aber wir haben es ja nicht eilig, ne? Oder vielleicht doch. Komm schon, lass mich los. Was los hier? Irgendetwas stimmt nicht. Das Virus. Wir verlieren die Kontrolle. Ich erfasse mehrere Systemausfälle auf allen Decks. Halten Sie durch, Commander. Wir sind auf dem Weg. Nein, bleiben Sie zurück. Sie errichten ein... Was geht hier vor sich, Commander? Automatische Übertragung beginnt. Genießen Sie Ihren Sieg, solange Sie können. Das Feld gehört Ihnen. Fürs Erste. Doch Sie werden schon bald sehen, wie weit mein Arm reicht, sagt Matriarchin Schula. Euer Haus brennt lichterloh, Narren. Es ist immer noch Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen und unter dem Banner von Haus Mokai zu kämpfen. Wählt weise oder sterbt wie Narren. Steuermann, bringen Sie uns weg von der Basis. Schnell! Das war dann eine Sternenbasis. Schula muss über das Virus einen Warpkernbruch erzeugt haben. Der Schaden war katastrophal. Ach, was du nicht sagst. Anscheinend konnten vor der Explosion noch einige Rettungskapseln starten. Wir werden sie einsammeln. Wie nicht jetzt? Achso, ja. Ui, das lohnt sich ja richtig hier mit den ganzen Boni und den Magen. Nicht schlecht, der Specht. Was kann ich denn für Magen gebrauchen? Ach, nehmen wir mal Terraner. Es hört gar nicht auf zu explodieren.
Tja, eine Patrouillenmission mit bösem Ende. Das kommt, soweit ich mich erinnere, auch nicht so häufig vor. Was ich nicht weiß, ist, ob diese Patrouillenmission hier in irgendeiner sinnvollen Reihenfolge oder an einem direkten Zusammenhang stehen. Also ob das sozusagen die kleinen Geschwister der neuen Story-Missionen sind oder ob das einfach nur so ein bisschen Nebengeschichte erklärt. Vielleicht wäre es günstiger gewesen, die Story-Missionen vorher zu spielen, aber hinterher ist man immer schlauer und noch wissen wir es ja nicht genau. Wir gehen einfach hier in der Reihenfolge durch und da ist die nächste Story-Mission bzw. die nächste Patrouillen-Mission Trubel über Terr, im Terr-System, wer hätte es gedacht. Schützen Sie eine Basisstation der Romulaner, die von Elachi angegriffen wird. Was auch immer die damit zu tun haben, aber vielleicht hat es auch gar nichts mit der aktuellen Story zu tun. Wir schauen mal. Auf ins Abenteuer! Eieiei, die müssen mal ihr Dosentelefon reparieren. Commander Civit von der Basisstation R88 der Republik. Können Sie mich hören? Kommt das Signal durch? Ja, wir hören Sie, Commander. Den Elementen sei Dank. Bitte unternehmen Sie etwas gegen die Elachi. Unsere Verteidigung wird schwächer und unsere taktischen Satelliten wurden zerstört. Ohne Ihre Hilfe halten wir nicht mehr lange durch. Wir sind auf dem Weg, Commander. Tripwood Ende. So, einmal abschießen und dann Mission beendet, oder? Na, da kommen noch mehr. Nicht mit mir, meine Freunde. Was auch immer das für eine Basisstation ist. Das war ein beunruhigender Tag, Freund. Zuerst warpt ein uraltes Schiff herein, feuert eine geheimnisvolle Waffe ab und warpt wieder weg. Dann öffnet sich eine Art Riss und spuckt eine Elachi-Kampfflotte aus. Und das alles vor dem Frühstück, jawohl. Das Frühstück wäre noch egal. Hauptsache, es gab vorher einen Kaffee. Was ist hier los? Ist das ein neuer Angriff der Ikonianer? Jetzt haben wir es aber alle durcheinander. Nein, hinter diesem Angriff steckt ein klingonischer Revolutionär. Das sieht eher aus wie so eine Abbaustation da hinten, oder? Oder das Gerät hier, was hier rauf und runter wird. Das ruft den Shai-Hulud. Warum würde sich ein klingonischer Rebell für einen Außenposten der Republik interessieren? Und wie sind die Elachi darin verwickelt? Das ist eine lange Geschichte, Commander. Zuerst müssen wir den Riss schließen. Nun gut, Admiral. Anscheinend haben Sie Erfahrung mit diesen Dingen, ja? Tun Sie, was Sie müssen. Ich habe alle Hände voll zu tun, um diese Basis zusammenzuhalten. In Ordnung, wir kümmern uns um den Riss, aber ein bisschen romulanische Verstärkung wäre ja auch nicht verkehrt. Remanische würde ich zur Not auch nehmen. Und der Nexus ist auch dabei. Nein, nein. Elachi, die kennen wir ja aus Next Generation. Die sind sehr experimentierfreudig, die Jungs. Ach, guck mal, wir haben doch Hilfe von den Romus. Ah, was? Das ist kein Riss, so ein ganz normaler Riss von den Elachi. Mich jetzt ganz durcheinander. Sich um den Myzelriss kümmern, das ist doch das Pilzsporennetzwerk. Huh. Anscheinend sind wir gerade rechtzeitig gekommen, Admiral. Ich denke, wir sollten den Riss schließen. Unsere Sensoren erfassen Schiffe auf der anderen Seite. Elachi, so wie es aussieht. Einverstanden. Wir schließen den Riss, Commander. Bereithalten. Something's wrong.
Da stimmt etwas nicht. Der Riss schließt sich nicht. Boah. Tatsächlich, ich lache hier aus dem Myzel-Netzwerk. Interessant. Weitere Mannflug. Na, kommt her. Hold your fire, my friend. The crew of the Liberator is here to help. Schießen, mein Freund. Die Crew der Liberator will Ihnen helfen. Wie ungewöhnlich. Captain Tarsef, es ist schön, einen Freund zu sehen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mich mit ihm angefreundet hatte. Wir sind so schnell, wie wir konnten, gekommen, Admiral. Julia erzeugt mit ihrer Waffe immer stärkere Risse. Sie sind mächtig und sehr flüchtig. Ja, flüchtig ist ja super. Ihre Methoden zur Schließung werden nicht funktionieren. Zum Glück haben wir, die Elachi, danke, wäre ich nicht drauf gekommen, mehr Erfahrung mit solchen Problemen. Na gut, also wenn Sie den Riss schließen können, dann tun Sie es jetzt, Captain. Einverstanden. Der Vorgang erfordert jede Menge Energie. Mein Schiff wird angreifbar sein, während wir den Riss schließen. Beschützen Sie uns und wir werden den Rest erledigen. Na denn, ich will es eigentlich nicht versprechen, aber ich tue es mal. Wir werden für Ihre Sicherheit sorgen, Captain. An die Arbeit. Hostile Elachi Fleet on Sensors. Here they come. Deckungsfeuer, wo seid ihr denn? Ah, noch nicht mal beschädigt. Das ist mein Mauszeiger. Da. Shit! Habe ich gerade noch das Bioschild aktiviert? Und bin geplatzt. Verdammt noch eins. Wer hätte das gedacht? In einer Patrouillenmission. Vielleicht war ich auch nicht konzentriert genug. So, ich will wieder an meine Schildblase. Himmel. So, wo ist denn die Liberator? Da. Kein Ende hier. So, den Riss geschlossen. Jetzt noch die restlichen Schiffe vernichten. Wie gut, dass mir hier meine romulanischen Freunde helfen. Wer hätte das noch vor einigen Jahren gedacht, die romulanischen Freunde. Aber jetzt sind wir ja alle Teil einer großen Allianz. Gut, das ist jetzt kein großes Problem mehr mit den restlichen Schiffen.
So, haben wir es denn jetzt geschafft? Der Riss ist geschlossen. Gut gemacht. Captain Tarsev, die Republik schuldet Ihnen Dank. Mein Kompliment an Sie und Ihre Crew. Wir danken Ihnen ebenfalls, Captain. Angriffe dieser Art werden weitergehen, Admiral. Die Allianz muss jetzt mehr als je zuvor zusammenhalten. Wir werden für die Basis und Ihre Crew tun, was wir können. Vielen Dank, dass Sie Ihnen geholfen haben. Ich denke, ohne Sie hätten Sie keine Chance gehabt. Zu viel der Ehre. Ach, so war das. Viele unter uns waren einst Romulaner, Commander Jarok. Wir sind stolz, der Republik dienen zu können. Es gibt weitere dieser Risse in mehreren Systemen. Wir werden tun, was wir können, um sie zu schließen. Da war gerade das Bild vertauscht, ne? Als eigentlich Captain Tarsev gesprochen hat, war das Bild von der Elachi-Dame, wenn es eine Dame war. Und jetzt andersrum. Na gut. Kann passieren. Vielleicht repariert ihr das ja noch, Herr Kryptik. Jetzt, wo ihr das 20-jährige Jubiläum erreicht habt, solltet ihr euch nicht ausruhen. So. Schicker Planet, by the way. Many among us were once Romulan. House Divided, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn es euch gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Herzlichen Dank. So, unseren täglichen Fortschritt für den, ich hätte beinahe gesagt, rote Materieanzug. Ich meinte natürlich roter Engelanzug, obwohl roter Materieanzug wäre auch was, worüber man mal nachdenken könnte. Zwar schon zusammen, aber natürlich schauen wir uns jetzt, wenn wir schon mal dabei sind, auch noch die letzte Patrouille an. Dreht sich wohl alles um den klingonischen Bürgerkrieg hier. Und die dritte Patrouillenmission im Bunde ist das Gewicht über Zeron oder Chiron. Wer hätte es gedacht? Im dementsprechenden System. Die Aufgabe ist, Mokai-Räder davon abzuhalten, andere Schiffe in der Region anzugreifen. Das machen wir. Oder wir versuchen es zumindest. Bis jetzt jeweils ein sehr kurzes Vergnügen, diese Patrouillenmission. Aber nicht schlecht. Ich bin Captain Kana vom imperialen Schlachtkreuzer Mupfel oder wie auch immer. Es ist schön, einen Verbündeten zu sehen. Was ist hier passiert, Captain? Wir wurden von Mokai-Rebellen überfallen. Diese dreckigen Baktak haben uns keinen ehrenwerten Tod in der Schlacht gewährt. Stattdessen haben sie uns im Weltraum zurückgelassen, um ehrlos zu sterben. Ah doch, nun sind sie hier. Helfen sie uns bei den Reparaturen, damit wir diese Verräter verfolgen und nach Gretor schicken können. In die klingonische Hölle. Wir machen ihr Schiff wieder einsatzbereit, natürlich. Unseren Verbündeten helfen wir doch gerne. Gut, meine Crew sehnt sich nach einem glorreichen Kampf. Schon bald werden unsere großartigen Taten in Liedern besungen werden. Wir werden kämpfen und wenn wir sterben, dann mit Ehre. Dann trinken wir gemeinsam in Stovokor. Kapla! Halten Sie sich bereit, Captain. Wir beginnen bald mit den Reparaturen. Tollwütige Tags, das wäre auch nochmal eine Mission. Auf Neu-Romulus könnte man die doch ansiedeln und dann eine neue Mission Tollwütige Tags jagen. So, dann reparieren wir mal den Schlachtkreuzer und das schwere Escortschiff. Ich würde mal vermuten, wir müssen danach kämpfen. Erstmal reparieren. Tot, bevor die Torpedos ankommen. Mein Schiff hat keinen Kratzer. Das würde jemand, den ich kenne, aus der Omega-Flotte sehr freuen. Das Schiff hat keinen einzigen Kratzer. Vielleicht sagt das ja noch jemandem was.
Und ich will keinen einzigen Kratzer sehen. Imperiale Kriegsschiffe. Sie müssen sich mit den Mokai verbündet haben. So, auch das ging noch ganz gut. Dann ist es also wahr. Die Krieger von anderen großen Häusern haben sich den Mokai angeschlossen. Mit diesem Verrat entehren sie ihre Vorfahren. Die Situation ist, nun ja, sagen wir mal, kompliziert geworden. Wow, das sind ehrlose Verräter, die mit ihren Leben bezahlen werden. Schnell, es gibt noch weitere deaktivierte Schiffe. Wir müssen sie einsatzbereit machen, bevor die Rebellen zurückkehren. Na, dann mal los. Na gut, es hat nicht ganz geklappt, bevor die Gegner eintreffen. Aber zumindest jetzt hinterher. Ihr lebt ja noch. Aber ob euch das so recht ist, liebe Klingonen, weiß ich gar nicht. Wieder kein ehrenhafter Tod. Matriarchin Jula. Ihr Haus wird brennen und wir alle wissen, wer in einem brennenden Haus kämpft. Seien Sie kein Narr, hören Sie mir zu. Das muss nicht mit Ihrem Tod enden. Naja, zuhören schadet ja erstmal nicht. Wir wissen beide, wie das enden wird. Denken Sie nach. Was wird wohl passieren, wenn ich Jampok beseitigt habe? Der Krieg zwischen der Föderation und dem Reich wird fortgesetzt und er wird so enden, wie es in meiner Zeit geschehen sollte. Also, möchten Sie an meiner Seite kämpfen oder lieber sterben? Tja, ich habe hier leider keine Auswahlmöglichkeit. Meine Treue gilt der Sternenflotte und der Föderation. Wie Sie wünschen. Es ist Ihre Entscheidung. Jetzt bekommen Sie die Konsequenzen zu spüren. Kämpfen Sie gut und sterben Sie mit Ehre. Das kann ich nur zurückgeben, weil du wirst es sein, die stirbt. Boah. Boah, das war aber mal ein Volltreffer. Oder war das der Warpkernbruch bei mir in der Nähe? Verflixt nur eins. Haltet sie ein bisschen hin, meine klingonischen Freunde. Bis ich wieder da bin. KS Lucara, okay. Die Wahl eines weisen Mannes soll ich treffen. Aber du haust ab, ne? War ja klar. Der Sieg gehört uns. Die Rebellen wurden besiegt. Wenn wir doch nur auch ihren Anführer erledigt hätten, dann wäre die Geschichte ja zu Ende.
Sie haben heute gut gekämpft. Schon bald werden wir feiern und, wir werden gerufen. Vom Kanzler höchstpersönlich. Auf den Schirm. Gewonnen. Sie haben heute in einer glorreichen Schlacht den Sieg errungen. Aber die Rebellen sind noch nicht besiegt. Schon bald werden diese Mokai-Barbaren erneut zuschlagen. Und wenn es soweit ist, dann vertraue ich darauf, dass wahre Krieger wie Sie sich diesem ruhmreichen Kampf stellen. Bleiben Sie in Kampfbereitschaft, Admiral. Kapla! Ja. Heftig, aber kurz. Ja, die ganzen Gegenstände werde ich jetzt nicht nehmen. Und zwar werde ich zum Gefallen eines treuen Zuschauers machen, der sich immer beschwert und sagt, Mensch, du hast dein Inventar ja immer noch nicht aufgeräumt. Richtig. Aber ich werde versuchen, es zumindest nicht weiter zuzumüllen. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Gut, wir verlassen das System. Ja, soweit zu den drei neuen Patrouillenmissionen. Wie gewohnt, kurz und knapp, erzählen eine kleine Geschichte, sind aber ansonsten nicht weiter spektakulär. Wie gesagt, schön gemacht an dieser Stelle. Und ja, als nächstes werde ich mich dann den beiden Story-Missionen widmen, aber nicht mehr in diesem Video. Was ich aber nochmal gerade gucken wollte, ist, ob diese neuen Story-Missionen auch irgendwo in der Storyline mit drin sind. Achso, ja. Als besondere Episoden. Mal gucken. Wahrscheinlich werden die dann hier bei Jula's Discovery irgendwo einsortiert. Das habe ich gerade gesehen. Aha. Das ist wieder sowas wie das Maß der Moralität. Also offensichtlich eine Episode, die wieder so groß ist, dass sie in zwei Teile aufgeteilt wurde. Ich bin in jedem Fall sehr darauf gespannt, wenn die Missionen an die Qualität heranreichen wie die letzten. Dann wird das ein grandioses Fest für Star Trek-Fans. Ja, und wenn ihr den ganzen Spaß nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Benachrichtigung bekommt. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.